Willkommen zurück, liebe Leute, zu Castlevania Lords of Shadow 2. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Und, oh, das wollte ich gar nicht machen. Spring doch mal runter jetzt, Gabriel. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Wieder zurück in der Gegenwart. Und hier müssen wir wohl das Wolfsamulett mal einsetzen. Wuff, wuff. Da hoch. Sollen wir zu dir kommen? Aber wir kommen noch von dort. Oder bringt uns das nette Tier bringt uns woanders hin wieder. Obwohl, warte mal. Oh Gott, warte mal. Warte mal, da oben ist ja schon wieder was. Boah. Oh, Junge, Junge, hör auf jetzt hier. Reicht. Greif ihn doch! Oh, yes. Alter, was ist denn... Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist denn? Wir haben die doch schon bekämpft. Hä? Ich raff gar nichts irgendwie. Ja, wie gesagt, ey, ich sag's euch ganz ehrlich. Die Steuerung. Allein halt schon, dass das Ausweichen und Blocken auf einem Knopf ist. Allein das ist schon wieder so. Das ist nicht so toll. Ja, ist gut, wir haben sie besiegt. Ist gut jetzt mit der Musik. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier nämlich falsch. Wir müssen doch dorthin. Leute, warum sagt ihr mir denn nicht, was ich machen soll? Was soll denn das von euch? Ja, also müssen wir auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Und dann schauen wir mal da weiter. Warum bin ich überhaupt da reingegangen denn? Voll verwirrend mit dem Amulett. Auf jeden Fall müssen wir ja in die Gegenwart. Deswegen war der Kampf jetzt, ja, umsonst im Prinzip. Sehr gut. Gehen wir mal hier durch.
This is not your place. This is not your place. Come back to us. Junge! Bam, Junge, zack! Ach, du bist ja schon platt. Oh, wisst ihr was? Ich stelle auch gleich mal diese Quicktime-Events aus, ja? Ja, ich stelle die mir mal eben aus, Leute. Ich habe da nämlich eigentlich keine Lust drauf. Ja. Genau. Weil, ich weiß nicht. Ich finde es erstmal schon mal super, dass sie überhaupt den Leuten die Möglichkeit geben, das auszustellen. Deswegen, Dankeschön. Dankeschön dafür. Weiß man, sieht man eigentlich, wo man lang muss? Ich irre hier durch die Gegend schon wieder. Ich meine, es ist ja jetzt nicht alles umsonst oder so, aber ja, ihr wisst schon. Ups, sorry. Ich weiß nicht mal, was ich da einsammle. Da wird dir auch gar nichts erklärt wieder. Ach Leute, warum ist es immer so kompliziert, diese Sachen? Ja, komm. Kaufen wir uns das auch. Ich wette doch, ich muss... meine Sachen, dieses Wasser einfrieren, oder? Was meint ihr? Bestimmt hätte ich da weiter müssen. Wegen neuer Fähigkeit und so, weißt du? Na komm, gib mir schon was, wenn ich hier die Sachen zertrümmer. Yes. Das gefällt mir. Wow. Aber deutlich schon, oder? Oder sah das jetzt nur so aus? Alostos Siegel schaltet alle Fähigkeiten frei. Setze ich denn nochmal die Fähigkeiten ein, Alter? Boah.
Inventar. Was haben wir hier denn alles, ja? Ich muss da hoch, aber wie komme ich denn? Wie kriege ich denn jetzt hier Energie? Leute, es tut mir so leid, es ist gerade übel verwirrend. Ich komme selber überhaupt nicht klar gerade. Es wird wieder nichts erklärt, nichts wird geholfen. Ich hasse das so sehr bei Spielen. Wenn sie merken, der Spieler ist so dumm, das hilft mir doch. Also hier erstmal Energie aufladen, genau. Warum mache ich das nicht gleich? So, wisst ihr was? Ich mache das Video dann einfach ein bisschen länger. Weiß nicht, so 20 Minuten oder so. Als Wow! Bist du crazy oder was? Jetzt hat er die Scheiße eingesetzt, ey. Super. Was haben wir denn hier? Ach ja, das war ja Lebensallergie, genau, das weiß ich noch. Oh ja, Mann, ne? Spritzt dich voll mit dem ganzen Blut. Das kann man doch bestimmt wegschlagen, oder? Nein, kann man nicht. Was muss ich jetzt bloß tun? Muss ich das kaputt schlagen vielleicht? Nee, muss ich nicht. Leute, jetzt mal ganz ernsthaft, Alter. Was soll man denn da machen hier? Ich komme jetzt schon nicht mehr klar. Ach, da hoch. Ich bin so blöd, oder? Darauf klettern? Nee, auch nicht. Als Ratte da rein? Als Ratte da rein! Ach, Leute. Oh Gott, hier die kleinen Motherfucker-Rätsel bringe ich jetzt schon bis ans Limit, weißt du? Merkt ihr das? Leute, ich bin ein wenig durcheinander. Gib mir noch ein bisschen, ein, zwei Minuten Zeit und dann geht das schon wieder. Kommt schon, meine kleinen Rattenfreunde. Whee! Ach du Scheiße, was ist hier denn los? Sorb der Rattenflüsterer. Irgendwas habe ich da gehört links. Kommt mit, Jungs. Oh Gott, es ist dämlich einfach nur. Wir sind eine kleine Scheißratte, ey. Ist das Schlimmste. Oh Gott. Oh Gott.
Schleicheinheiten sollen. Diese Schleichpassagen sollen auch ziemlich scheiße sein. Habe ich gehört. Keine Ahnung, ob das stimmt, der Schatten durch. Soll ich den abwerfen damit? Ich habe schon gelesen in den Kommentaren auch, dass einer oder mehrere Leute angemerkt haben, die Schleichelemente werden völlig fehl am Platz. Ich stimme euch da völlig zu. Die sind wirklich komplett fehl am Platz. Ah, ich seh's. Nee, ich seh's nicht. Doch, ich seh's. Ich glaube, ich muss da links hier mit den Ratten rein, oder? Leute, ohne Witz, ich will mich kloppen. Ich will mich wirklich kloppen, aber doch nicht hier sowas machen. Wie eine Ratte spielen, oder was? Nein! Die Ratte ist gestorben. Hä? Was ist da denn passiert? Ich bin nicht So, meine Rattenfreunde, schnell zurück! Geht doch! Ich komm da nicht durch. Jetzt. Schnell zurück, Jungs! Kommt mit! Die Frage ist jetzt. Muss ich mich jetzt wieder zurückverwandeln, den dann ablenken und dann den Techniker umbringen, oder? Ich probier's. Ich hatte auch zwischendurch die Idee, dass man vielleicht einfach sobald der Techniker wieder weggeht. Mit denen hindurchschlüpft. Ah, man übernimmt den Techniker. Oh, okay. Also ich finde das ein bisschen. Ich weiß nicht, mir gefällt das gerade irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, also. Das ist komisch. Ich will doch hier nicht. Die Hälfte der Zeit eine Ratte sein oder irgendwie in andere Leute rein. Ich will Dracula sein. Ich will Gabriel Belmont mit jedem mich anlegen auf die Fresse und das will ich haben. Area decontaminated. Hold your position until the hatch is completely open.